Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Schlag den Raab. Ich habe eine kurze Pause gemacht, eine ganz kurze. Im letzten Part haben wir schon zwei Spiele gewonnen und jetzt steht Blackjack an. Bin mal sehr gespannt. Ich habe festgestellt, dass ich das Spiel nur in 1720p aufnehmen kann. Dürfte nicht allzu schlimm sein. Verzeiht mir das und die Grafik ist auch unter aller Sau, aber das ist nun mal ein richtiges Trash-Spiel. Egal, zurück zum Spiel. Willkommen im Casino. Spiele eine klassische Runde Blackjack gegen unseren Moderator und Ersatzcroupier Matthias. Der Kandidat, der zuerst 5 Punkte gewonnen hat, wird zum Sieger gekürt. Für einen Blackjack gibt es hier übrigens einen Punkt extra. Okay. Versuche mit 2 oder mehr Karten näher an die magische Grenze von 21 Karten heranzukommen als der Croupier. Bei mehr als 21 Punkten verlierst du aber sofort. Ein Wild zählt übrigens 10 Punkte, ein Ass 11 oder einen Punkt, wie es am besten passt. Okay, die Regeln sind mir bekannt. Die Steuerung bitte. Bist du an der Reihe, kann ich mit einer Mauskarte linke Maustaste nehmen, rechte aufhören. Okay. Dann zieht der Reihe nach. Ich hab's verstanden. Karten. Am Ende versucht der Croupier euch zu überbieten. Wer zuerst 5 Punkte hat, gewinnt. Jo, das habe ich kapiert. Jetzt möchte ich auch spielen. Na, dann leg mal los. So. 6 ist schlecht. Nochmal. 9 ist auch schlecht. Nochmal. Das sieht sehr gut aus. 19 ist okay, sichern wir. Wir müssen übrigens nicht gegen Raab spielen. Wir müssen ja den Dealer schlagen. Also Matthias Obdenhövel. Raab ist nicht mein Gegner. Wenn also Raab jetzt höher ist als ich, muss das nicht zwangsläufig schlimmer sein. Was er kriegt eine gute eine 10. Idee war? Glück gehabt, das reicht für eine ordentliche ja. Punktzahl. Wir haben sogar das gleiche gezogen. Oh Gott, die Augen und das Grinsen vom Raab, ne, legendär. So, was ziehst du jetzt? Jetzt beginnt das große Zittern. Entweder verlieren wir beide oder wir gewinnen beide. Okay, er muss noch mehr ziehen. So geht das. Punkt für uns beide, weil er gefailt hat. Das ist ungültig und wir beide haben gültig. Und ich werde jetzt nicht verraten, wer mich vorhin bestochen hat. Das bringt dir sowieso nichts. Dass ich nachher schuld bin. Ui, Stefan hat mit 20 sehr gut. Das ist schon ziemlich gut, ne? Nur 21 ist besser, also Blackjack. So, Tom ist dran, also ich. Mal sehen. Dann zeig mal her. 10 ist gut. Jetzt ein Ass wäre optimal. Das ist doch mal eine ordentliche 20 ist auch super, sichern wir. Wenn ich das noch überbieten kann. Sind wir wieder gleich auf mit Stefan. Jetzt hängt es nur noch davon ab, was du ziehst, Matthias. Auch 10, okay. 16, naja, das kann er eigentlich nicht schlagen. Ja, wieder Punkt für uns beide. Sehr schön, das Spiel wird schnell zu Ende sein, aber einer von uns beiden muss noch weniger haben. Ah, das ist doch mal ein Fest für euch. Die Bank verliert diese Runde. Ja, du mich auch. 5 ist sehr schlecht. Nochmal. 13 ist auch wenig. Noch eine Karte. Jetzt ist ein Blackjack in Reichweite. Willst du mich verarschen? Mit 14 ist doch kein Blackjack in Reichweite. Ich gehe das Risiko ein, du bist nur Fun. Das Nein. war leider nix. Oh. Wie das sich auf den Kopf hämmert. Das sah so geil aus, ey. Das Spiel macht mich alle. Also ich habe jetzt eine ungültige Runde, das ist schlecht. Stefan hat gleich eine 11, das ist... Da habe ich ja nachher leichtes Spiel. Ja, Stefan sichert 15. Jetzt hoffe ich natürlich, dass der Dealer mehr hat, weil sonst ist es eigentlich egal. 15 musste man gut überbieten können. So, 20 hat er und deswegen gibt es so keinen von uns beiden Punkte. Stefan war zu niedrig, ich hatte ungültig. Für euch. So ist es recht, aber ich fürchte, so kriegen wir nie einen Sieger. Ja, Stefan hat 10, was noch? 13, na, das geht noch besser. Vielleicht war das nein. Jetzt hat Stefan ungültig. Aber er kann immer noch grinsen. Kannst immer noch grinsen, was, Grinsebacke? So, jetzt liegt's an mir, vielleicht mal in Führung zu gehen. 10 ist schön. Jetzt ein Ass, bitte. Ein Blackjack, super Sache. Damit kann ich eigentlich nicht geschlagen werden. Wenn er jetzt allerdings einen richtigen Blackjack hat, dann ist jetzt es aus. Darf ich endlich meine Karte Aber wenn ich mit diesem Blackjack gewinne, wäre das sicher noch ja, das kann er nicht schlagen, das geht nicht. Das gibt für mich 2 Punkte, weil es ein echter Blackjack war. Bildkarte und Ass ist immer ein echter Blackjack. Ja, freut euch nur, nächste Runde sehr schön. Muss wieder ganz anders laufen. Jetzt habe ich einen sehr, sehr guten Vorteil. Wenn ich jetzt nur eine Runde gewinne, na, 6, na, ist nicht so gut, noch eine Karte. Mit dieser Punktzahl kann man sich noch nicht zufrieden geben. 16 ist auch schlecht. Aber es gibt nicht viele Karten, die das... Wenn ich jetzt ungültig und Stefan... Na, ich liege ja eigentlich ein bisschen in Führung, ne? Ich könnte mir das erlauben. Aber da der Dealer ja auch permanent Scheiße baut, sichere ich das einfach mal.
und hoffe einfach mal, dass er wieder ungültig macht oder Stefan noch niedriger ist als ich, aber der Hund zieht 100 Pro über 16, also das ist ja doch schon, ja, er hat schon 10, das ist gut. Jetzt hat er 20, na damit hat er mich schon mal auf jeden Fall geschlagen. Jetzt hoffe ich, dass Matthias ungültig zieht. Nun bin ich wieder an der Reihe. 8, ne, schlechte Voraussetzungen für mich. 16, wenn er jetzt nochmal... Ja! Sauber! Das gibt für uns beide einen Punkt und ich gewinne, weil ich in Führung lag. Yeah! Der alte Zocker hat sich in diesem abgekaterten Spiel durchgesetzt. Voll die Ironie eigentlich, weil in San Andreas habe ich bei Blackjack eigentlich nur gefailt. Willst du nicht kommentieren, dass ich 6-0 in Führung liege? Ich bin enttäuscht. So, was spielen wir als nächstes? Was wird als nächstes gespielt? Ja, das frage ich dich. Würfeln. Würfeln, okay. Was für ein Würfelspiel spielen wir denn? Maxchen oder... Okay, er würfelt als erster mindestens 50 Punkte. Nach jedem Wurf hast du die Wahl aufzuhören, die bisher gesammelten Punkte zu speichern und nochmal zu würfeln. Okay, das kenne ich. Würfelst du allerdings eine 6, gehen die nicht gespeicherten Punkte verloren. Ein Glück im Spiel. Um Bereitschaft, Risiko. Ja, okay, ich hab's verstanden. Ein Spiel um Glück und Risikobereitschaft. So, so ist es richtig. Steuerung bitte. Würfelbecher in die linke Maustaste in die Hand und halte die Taste gedrückt. Okay, um es dann wieder abzusetzen. Das ist ein gutes Spiel. Ihr spielt abwechselnd. Versucht als erster die 50-Punkte-Marke zu knacken. Ist aber wie... vergesst nicht, dass die Runde trotzdem immer zu Ende gespielt wird. So, Stefan darf als erster. Das ist auch wieder ein Glücksspiel. Aber... So geht das. 3, ja, ist nicht schlecht. Der sichert schon bei 3. Ich hätte mehr Risiko begangen. Aber gut, jetzt halte ich meine Schnauze und lege selber los. Ah, ein bisschen bewegen muss ich es doch. 1, es ist wenig, noch mehr. Ja, ich muss die Maus bewegen, warum erwähnen sie das nicht? Ja, eine 3, das ist auch nicht schlecht, aber da geht nochmal was. Ich gehe auf Risiko. Wenn ich jetzt allerdings eine 6 würfel, ist das alles futsch. 5, ja, das geht auch noch besser, aber ich sichere es erstmal. Kannst du diesen Vorsprung auch ins Ziel retten? Ich versuch's. Noch hat keiner die zum Sieg benötigten Punkte zusammen. Ja, wie soll... Das war das Harteste nach der ersten Runde, Digga. Wir müssen bis 50 spielen. Und ich habe 5 Punkte. Da muss man doch einfach mal mehr riskieren, wenn man das Blatt noch wenden will. So wird das jedenfalls nichts mehr. Stefan sichert bei einem Punkt. Alter, den echten Stefan, den kenne ich aber als Risikoscheuer. Als Risikobereiter meinte ich natürlich. So. Auch eine 1, ey. Weiter. Eine 1 ist viel zu wenig. Das ist das Niedrigste, was es gibt. So. 3, ja, nochmal. Alles, was unter 4 ist, ist es mir nicht wert zu sichern. Und ah. Ist die 6. Alles riskiert, alles verloren. Tja, gehört zum Glücksspiel dazu. Auch zu verlieren, das ist nun mal leider so. Ah, 3 ist gut. Sauber. Sichert schon wieder. Ich hätte gerne mal eine 5 oder eine 4. Damit ich nicht immer diese kleinen Scheißdinger da würfeln muss. Muss man auch mal verstehen, oder? So. Ja, gut durchmischen, gut durchmischen. So. 3. Ja, das ist mir ein Tick zu wenig. Da möchte ich noch mehr. Ich finde, zweimal sollte man schon würfeln. Bei einer 5 hätte ich jetzt gleich gesagt, okay, ne? Ja, das ist okay, das sichern wir mal. Das war in Ordnung, 7 Punkte. Boah, das Spiel scheint Tom ja richtig zu liegen. Da habe ich in einer Runde so viel gewürfelt wie Stefan insgesamt. Also ganz ehrlich, Stefan, du gehst mit zu wenig Risiko. Ah, 5 ist jetzt gut. So wertvolle Punkte aufgeholt, aber es reicht noch nicht für die Führung. Ja, soweit ich weiß, kann ein Würfel auch nur 6 Mal, ne? Glaubst du, ich würfel auf einmal eine 40 oder was? Wie soll das gehen? Nicht mit dem Würfel, den wir hier benutzen. 3, ja, noch mehr. Das reicht mir nicht. So. Ist doch wieder ein bisschen eintönig, aber generell mag ich das Spiel. Oh, das sichern wir. Gratulation, du machst es deinen Gegnern echt nicht leicht. Ja, würde ich auch sagen. Aber er macht es mir zu leicht. Hier kommt die nächste Runde. Mich nervt dieser Ton so ein bisschen. Wick, wick. Ein paar Pünktchen helfen da auch ein nicht weiter. Punkt, Alter. Da muss man Vollgas geben. Muss ich ernsthaft auf Profi spielen, damit Stefan aufhört, bei einer Zahl nicht aufzuhören?
Ich verstehe das nicht. Was ist denn da los mit dir, Stefan? 2 ist mir zu wenig. Noch eine. In dem Tempo, wie Stefan spielt, muss ich halt auch ein bisschen Risiko eingehen, damit wir heute noch fertig werden. Das ist okay, das sicher ich. An erster Stelle. Das muss die Konkurrenz erstmal nachmachen. Jo, sagt der Stefan, nicht mir. Ach, meine Cola ist gleich aus. Ich muss gleich mein Glas aus. Sieht aber gar nicht gut aus. Naja, er hat nichts gewonnen, aber auch nichts verloren. Gehen wir es mal positiv an. So. So. Zack, zack, zack. Ein bisschen durch und... 4 ist gut, damit könnte ich schon mal einen erheblichen Vorsprung haben, aber ich gehe das Risiko ein, würfel nochmal. Kann jetzt sein, dass ich alles verliere, aber ich will ja auch nicht den Dämon an die Wand schmieren. Ja, ich hab's getan! Ich wusste, dass das passiert, so ein Mist, aber dadurch, dass Stefan so mit der nächsten Runde. Weit entfernt von mir ist, ist das durchaus zu verschmerzen. Ja, 3. Das war alles? Das kannst du doch bestimmt besser. Nee, also diesen Stefan hier, den muss man schlagen. Das ist leicht, weil der einfach nach jeder Zahl direkt aufhört. Bei einer 5 verständlich, aber bei einer 1? 3, ja, ich darf jetzt eigentlich nicht so gierig sein, aber ich bin es einfach mal. So. Oh, schon wieder. Mist. Jetzt darf ich mich aber nicht blamieren hier. 2 Sechsen hintereinander. Das ist ja wie ein Matheunterricht damals mit mir. Oh Mann. Was war denn da los mit dir? So, ich glaube, beim nächsten Mal nehme ich echt nur eine Zahl. Damit ich einfach mal wieder ein bisschen Abstand von Stefan kriege. So. Ja, 2 ist mir auch zu wenig. Eine 3 wäre okay gewesen, aber eine 2 ist mir zu wenig. Und wehe, es ist jetzt wieder eine 6, ne? Ja, so will ich das sehen. Das können wir erstmal sichern. Das muss man an dieser Stelle einfach mal sagen. Danke. Ordentlich vorgelegt. Ich bin übrigens leicht erkältet, falls man das hört. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Oh, die Angst geht um, aber da muss man durch, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, gerade in einem Glücksspiel wie diesem hier. Ja, da hast du ausnahmsweise mal recht, Matthias. Sag doch deinem Schützling einfach mal, dass er ein bisschen besser würfeln soll. 5 ist gut, das will ich... Ach, das ist sicher. Das reicht für die Spitzenposition. Da mache ich jetzt kein Risiko, ich brauche nur noch 12 Punkte. Und die Frage ist jetzt, Runde beginnt. Darf ich über die 50 drüber oder muss ich exakt 50? Das ist auch nochmal eine Frage, die ich gerne beantwortet hätte. Und Stefan fällt schon wieder. Das ist nämlich nicht beantwortet worden. Also wir müssen 50 erreichen, aber muss es denn exakt 50 sein oder darf ich auch zum Beispiel 53 haben? Ui, 5 ist gut. Volles Risiko, ich würfel nochmal. Einfach damit es schneller vorbei ist. Ui, das ist sehr gut, das sichern wir. 10 Punkte. So, die Frage ist jetzt wirklich, ne, darf ich 2, muss ich 2 würfeln oder darf ich auch was Höheres? Na, ich werde es ja nächste Runde wissen. Stefan ist weit weg von mir. Nein. Ja, er hat aber auch ein bisschen Pech, das muss er mir eben zugute halten. Aber ich habe 2 Sechsen hintereinander gehabt, also dementsprechend tut mir es nicht leid. So, würfeln wir nochmal, zack, zack, zack. Ja, okay. Ich denke, sicher. Das ist ganz schön richtig, hier abzubrechen. Für die Führung gelangt es ja allemal. Ja, es reicht doch für meinen Sieg. Ganze gegangen und gewonnen. Tom, unser strahlender Sieger. Ja, dafür strahlt er allerdings etwas wenig. Aber ich strahle, aber das könnt ihr nicht sehen. Ladies and Gentlemen, wir haben hier einen ganz heißen Favoriten für diesen Abend. Ja, den guten Tom. 10 Punkte sind gespielt, 10 habe ich davon gewonnen. Ich müsste Raab mal gewinnen lassen. Ja. Fachwörter. Ja, hört mir doch bitte mal auf, mit euren Fachwörtern zu imprägnieren. Achtung, das ist nur was für gebildete Leute. Na, zu denen zähle ich nicht so. Es wird die Definition des Fachwortes vorgelesen. Es scheitert schon am Vorlesen. Und du darfst uns erhellen, welches Fachwort damit wohl gemeint ist. Die Spieler geben der Reihe nach ihren Tipp ab, bevor aufgelöst werden, Begriff korrekt, bla bla bla, wenn du das 5-mal schaffst, bevor dein Mitspieler das tun, Grammatik Ass. Ja, okay, wir müssen die Taste drücken, wenn wir erreichen. Ihr gebt der Reihe nach euren Tipp ab, bevor die Frage aufgelöst wird. Wer zuerst 5-mal richtig gelegen hat, gewinnt. Ja, das Spiel kenne ich schon, das ist das, was während meiner Testphase auftrat. Tom wurde ausgewählt. Bist du bereit, Tom? Wenn etwas nach und nach passiert, kann man auch sagen, es passiert.
Oh Gott, Französisch. Peu à peu. Face à face. Plus à plus. Hä? Face to face kenne ich nur. Das ist verkaufen. Also nach und nach passiert. Ne? Ich weiß nicht, was diese Wörter bedeuten. Also das hier kenne ich nur Face, Gesicht. Aber gibt es das im Französischen auch? Wie anders kenne ich nicht. Ich versuche es einfach mal damit. Ich weiß es nicht besser. Tut mir leid. Ich habe halt im Volkshochschulunterricht bei Französisch total geschlafen. Beziehungsweise nicht mehr mitgemacht. Ah, er hat es auch falsch. Das ist ja mal gut. Okay, hätte ich nicht gewusst. Ich hab's nicht gewusst. Wenn ich es gewusst hätte... Knapper geht's nicht. Da dürfen die Definitionen ruhig etwas kniffliger ausfallen. Die war schon knifflig. Die geistreiche, nachahmende und oft auch kritische Verspottung eines Genres oder einer bestimmten Geisteshaltung nennt man auch... Okay, ich muss die Wörter jetzt nicht alle vorlesen. Diese Frage tat schon mal während meines Tests auf und ich wusste es nicht. Aber jetzt weiß ich's. Ha! Und Raab wusste es damals und ich nicht. Diesmal war es umgekehrt. Ha! Okay, ich bin dran. Die Meinungsforschung nennt man auch. Publikation, Population, Demoskopie, Demagogie. Dann ist es die Demoskopie, nehme ich mal an. Weil alles andere bedeuten andere Sachen. Es wird der Reihe nach getippt, bevor wir. Publikation ist eine Veröffentlichung, Population ist das Volk und Demagoge ist auch was anderes. Oder? Bin ich jetzt völlig Banane? Ja, Stefan lag wieder falsch und ich lag richtig. Yeah, 2 Punkte Vorsprung. Das ist bei diesem Spiel ziemlich gut. Denn ich werde ohne Wikipedia spielen. Ich werde alles... ...so ausgiebig freuen kann. Die Salze und Ester der Salpetersäure bezeichnet man als... Oh, shit. Und ob das stimmt, das werden wir sehen. Ja, ich bin dran. So, Salpeter ist wie gesagt eine Säure. Salpetersäure, also können es Laugen und Basen nicht sein, weil das ist alkalisch. Jetzt ist nur die Frage, Nitrat oder alkanisch? Da Nitrate auch was anderes sind, würde ich sagen, dass es die Alkane sind. Nein, es waren die Nitrate. Tja, mit Chemie kenne ich mich halt nicht aus. Ich hatte einen Chemielehrer, der uns nichts beigebracht hat. Tut mir leid. Die Übereinstimmung von Menschen hinsichtlich einer gewissen Thematik ohne offenen Widerspruch bezeichnet man als... Konsens würde ich jetzt sagen. Konzession ist was anderes. Konvolut kenne ich nicht, muss ich sagen. Konkurs ist eine Pleite. Also würde ich sagen, es ist der Konsens. Ja, bei diesen Spielen darf ich zur Schau stellen, wie doof ich bin. Das muss eigentlich richtig sein. Oder? So geht das. Ja, okay, Raab hat es aber auch gewusst. Kriegen wir beide einen Punkt. Sehr schön. Hat ein gutes Händchen für dieses Spiel. Naja. Texte, die ausschließlich durch sachliche Erwägungen geleitet werden, bezeichnet man als... Okay. Ja, ich bin bereit. Neutral, subjektiv, objektiv ist quasi eine sachliche Erwägung. Objektiv ist eine Sache der Ansicht, subjektiv, obstruktiv. Eigentlich müsste es doch neutral sein, oder nicht? Weil neutral ist ohne... Ne? Nein. Ach, es ist doch objektiv. Ach, ich Idiot. Ich muss mal wieder in Deutschunterricht. Aber ich bin aus der Schule raus. Was mach ich jetzt? Teilchen, aus denen Atomkerne bestehen, nennt man... Atomkerne. Oh, in Physik habe ich auch geschlafen. Nukleus, Nukleonen ist was anderes, meine ich. Also die Elektronen, die schwirren drumrum, meine ich. Neutronen sind dazu da, um den zu beschießen bei der Kernspaltung. Und ich glaube, der Atomkern selbst besteht aus Protonen. Ich hoffe, dass das richtig ist. Ich war mir 100% sicher, aber ich musste jetzt doch ein bisschen nachdenken. Das müsste eigentlich stimmen, Protonen. Nukleonen! Oh, shit. Leute, ihr dürft mich schlagen. Aber gut, Physik ist halt und Chemie sind nicht meine Gebiete. Da dürfen die Definitionen und Raab weiß es natürlich. Die Zusammenstellung zweier sich widersprechender Dinge in einem bezeichnet man als... Das kann niemand wissen. Ich habe kein einziges dieser Worte je gehört. Das muss ich jetzt aber echt raten. Ich habe mich jetzt schon zweimal blamiert, ne? Jetzt kann ich mich auch... Zweier... sich widersprechende, also... Semi-Oxymoron, Triamoron... Nein! Ja, Raab hat's aber auch nicht gewusst. Oxymoron. Nie gehört. Nie gehört.
Und ich würde von mir behaupten, dass ich ein verhältnismäßig gebildeter Mensch bin. Knapper geht's nicht. Da dürfen die Definitionen ruhig etwas knifflig. Ja, halt die Klappe. Die Erzeugung von energiereichen Stoffen aus energieärmeren Stoffen mit Hilfe von Lichtenergie bezeichnet man als... Erstens, ich kenne außer der Photosynthese kein anderes dieser Begriffe und Photosynthese hat ja auch was mit Sonnenlicht zu tun, ne? Die Erzeugung von energiereichen Stoffen aus Energie... Das ist die Photosynthese, oder? Bin ich jetzt völlig doof? Die anderen, die kenne ich auch einfach nicht. Ich muss raten. Immerhin weiß ich, was Photosynthese halbwegs ist. Aber in dieser Definition habe ich es noch nie gehört. Nein! Ja, Stefan lag wieder falsch. Gab einen Punkt für mich. Sehr schön. Wenn ich noch einmal richtig liege, habe ich wieder gewonnen. Tom dominiert dieses Spiel nach Belieben. Nö. Eine ideologische Unterwanderung durch feindliche Agenten bezeichnet man als... Inkubation, Innovation, Influentation. Die Auflösung gibt's erst, wenn alle dran waren. Ja, ich weiß. Liegt ja auch nahe, du Trottel. Infiltration, oder nicht? Yes, gewonnen! Schon wieder. Das, obwohl es echt knapp war. Und ich peinliche Sachen wie das mit dem Atomkern nicht wusste. Freudentaumel, das war sicher ein ganz wichtiger Sieg für mich. Ja, war's auch. Aber wir sind ja immer noch am Anfang des Spiels. Die dicken Punkte gibt's erst später. Ist das der Beginn einer Siegesserie? Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass ich Stefan 15:0 dominiere im Moment. Aber das kann sich jederzeit noch ändern. Und unser nächstes Spiel heißt... Ja, hoffentlich mal wieder was Spannendes. Buchstaben. Ui, das könnte Stefan gewinnen, weil ich schon so eine Ahnung habe, was das ist. Ich habe ja Schlag den Rab das zweite und dritte Spiel schon mal Let's Played auf meinem alten Kanal. Wie viele Buchstaben hat das vorgesprochene Wort? Oh, ist doch was anderes. Buzzer, wenn du die Antwort weißt, bla bla bla. Okay, also es wird ein Wort vorgesprochen und ich muss sagen, wie viele Buchstaben das hat. Ach, das ist doch eigentlich leicht. Rechtschreibung kann ich. Okay, buzzen und danach ein Cursor. Okay, verstanden. Ihr spielt gleichzeitig. Wer zuerst buzzert, darf antworten. Ihr braucht 7 Punkte, um zu gewinnen. 7 Punkte? Okay, ich darf jetzt nicht labern, damit ich das... Na dann spitz mal die Ohren. Eisen. Eisen. 5. Sehr schön. Das ist leicht. Das gewinne ich. Nächstes, bitte. Geige. Wieder 5. Das ist leicht. Jeder, der in der Schule aufgepasst hat, müsste das wissen. Es sei denn, es kommt jetzt was super Schweres. Diese Runde geht an Tom. Wie zum Beispiel dieses Rindfleisch-Etikettierungsüberwachungsgesetz oder so ähnlich. Das Chorknabe. 9. Beeindruckend. Ha! Das ist doch leicht, Mann. Das ist viel zu leicht. So. Mit dieser Leistung macht sich Tom bei der Konkurrenz sicher nicht beliebt. Talkshow. Talkshow, 8. Das ist richtig. Das ist leicht. Das ist leicht und das ist richtig. So, nächstes. Unter diesem Schopf sitzt ein fähiger Kopf. Turnunterricht. Turnunterricht, 14, oder? Das war nicht yes. Schlecht. Das sind schon die etwas schwierigeren. Ich musste ernsthaft überlegen. Unterricht ist aus 10 Worten. T-O-M. 3 Buchstaben. Ha, das kann ich auch. Ja. Amphibienfahrzeug. Boah. Amphibienfahrzeug. Nee, das weiß ich jetzt gerade nicht. Fahrzeug sind 8. Ja, Stefan, das weiß er natürlich. Wow. Klar, natürlich weiß er das. So, jetzt hoffe ich nochmal auf 2 einfachere, weil ich schon so in Führung liege. Das will ich jetzt nicht aufgeben. Richtig abgezählt. Punkt für Raab. Friedensgipfel. Friedensgipfel 6. Frieden ist... Oh shit, Friedensgipfel. Ich muss raten. Leider verzählt. Ich hab's nicht gezählt. Ich hab einfach was reingetippt, weil ich es nicht schnell genug zählen konnte. Richtig abgezählt. Punkt für Raab. Ich hab's falsch gezählt und deswegen hat Raab einen Punkt bekommen, du Flasche. Schreibmaschinen. Boah. Schreib sind 7 plus 8 sind im Plural sind 16. Excellent, ja, abgezählt. Schön. Da ist wieder meine Mathematikkenntnis gefragt und die ist super schlecht. Erstaunlich, dass das man so viel recht. Da kam Stefan nicht mit. Ja. Zinnsoldat. 10. Verblüffend. Ah, gewonnen. Zwar nicht ganz so toll, wie ich gedacht habe, aber es war am Ende auch schwieriger. Oh. Yeah. Wer zählt hier am schnellsten? Tom? Ja, der gute alte Tom zählt am schnellsten. Auch wenn du parteiisches Arschloch das nicht glauben möchtest.
Tom kassiert ein weiteres Mal die Punkte. Natürlich. Natürlich. Und was wir dann als nächstes spielen, das sehen wir dann auch im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.